Ja, mein Name ist Werner Schweitzer. Ich bin ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Glexbühl seit 2013. Also wir haben zu diesem Thema letztendlich, um auch den Mathematiker Gini da mit reinzubringen, auf die Schürfgebühr gesetzt, dass wir sagen, wir möchten diesen Windparks es nicht nur selber überlassen, wofür sie was geben und auch wie viel sie geben, sondern wir hätten das auch gerne kalkulierbar, und deshalb haben wir von vornherein auf die Art Schürfgebühr gesetzt, weil wir sagen, diese Windmühlen nutzen ja die Luftmoleküle, die allen Menschen gehören, und machen hieraus einen Mehrwert, und deshalb sollen auch alle davon gut haben. Und zum anderen vertrete ich ganz klar die Position, obwohl ich bereits 1978 meine erste Windkraftanlage gebaut habe, dass Windkraftanlagenbetrieb keine Sache von Einzelpersonen sein kann, weil die Windkraftanlage zu stark in den öffentlichen Raum wirkt und prägt und alle Menschen beeinflusst letztendlich. Und ich sage, eine Windkraftanlage, die hier steht in Glexbühl, die wird mindestens von 30.000 Menschen gesehen. Deshalb kann auch kein Einzelner alleine den Profit davon haben. Das geht einfach nicht mehr. Und deshalb ist diese Schürfgebühr neben dem 100% Bürgertum, was wir da drin haben, und auch die Gemeinde selber ist Gesellschafter. Und dadurch erfüllen wir natürlich auch SDG 16, nämlich starke Institutionen. Zu einer starken Institution gehört auch finanzielle Stabilität, dass ich meine Aufgaben tatsächlich auch erfüllen kann und die Funktionsverluste so gering wie möglich halte. Und in dieser Konstellation haben wir eben Einnahmen. Einmal die Gewinnausschüttung an die Gemeinde, weil wir selber Gesellschafter sind. Dann die Gewerbesteuer. Dann erhöhte Einkommensteuerzuweisung, weil alles in Bürgerhand ist, die dadurch auch eine höhere Einkommensteuer bezahlen. Und dann als viertes die Schürfgebühr. Und da sind wir zurzeit bei 0,5% vom Umsatz, sodass auch der Gewinn nicht manipuliert werden kann. Eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil diese Gelder dürfen nicht direkt in die Gemeindekasse fließen, sondern ist man schnell im Bereich der Korruption. Und dafür muss dann ein extra Konstrukt entwickelt werden auf freiwilliger Basis. Und das ist bei uns gelungen. Und somit gehen diese Beträge in die Bürgerstiftung. Und über die Ausgabe entscheidet der Stiftungsrat. Da sind alle gesellschaftlichen Organisationen der Gemeinde vertreten, alle Vereinsvorsitzende, die Kirche, Bürgermeister, Schule und so weiter. Und die entscheiden dann über die Anträge. Da gibt es eine entsprechende Matrix mit Punkteverteilung, sodass man relativ objektiv auch die Entscheidung treffen kann. Ich konnte bei den Energiebürgern, bei der Heinrich-Böll-Stiftung immer wieder beobachten, wie Gruppen es versucht hatten, ein Carsharing-System zu entwickeln. Und diese Versuche sind leider immer gescheitert. Und ich habe mich dann immer gefragt, weshalb sind sie gescheitert? Und konnte zwei Punkte herausarbeiten für mich. Das eine war die Vertrauensfrage. Finden die Menschen, die es auch nutzen sollen, dann genügend Vertrauen in diese neue Institution? Und die Kompliziertheit des Systems. Es war oft zu kompliziert, zu übergerecht. Und da war mir klar, es muss absolut simpel sein, leicht zu handeln, weil wir fangen ja oft Dinge an, wo man alles andere drumherum vergisst. Aber die anderen Dinge im Leben bestehen ja weiter. Und deshalb muss es letztendlich einfach sein. Und das war unsere Ausgangssituation, dass wir das System angefangen haben. Und dann haben wir eine Einwohnerversammlung gestartet. Das hat die Gemeinde gemacht, alle Bürger eingeladen. Da sind circa 40 gekommen. 8 davon haben echtes Interesse bekundet. Und dann haben wir am nächsten Tag bereits den Leasingvertrag gemacht.
Denn das Risiko für so eine Geschichte ist ja äußerst gering. Ich habe ja nur meine monatliche Leasingrate. Also ich muss da nicht in die große Anschaffung gehen. Von daher kann ich nur ermutigen, sowas einfach anzufangen. Das Einzige, was man braucht, das sind Menschen, die bereit sind, das in die Hand zu nehmen und das dann auch für 2-3 Jahre konsequent machen. Und das ganze System hat sich ja wirklich unglaublich gut entwickelt. Über das Land Schleswig-Holstein gab es sehr viel Förderung, in der Zwischenzeit auch einen hauptamtlichen Dörfsmobilmanager, der die Aufgabe hat, dieses System in möglichst viele Gemeinden zu bringen. Wir haben mit die beste Buchungssoftware und Abrechnungssoftware, die es in Deutschland gibt, die zum Einsatz kommt, die übrigens auch vom Land Schleswig-Holstein gesponsert wird für 2 Jahre. Also eine ganz tolle Aktion, was hier das Land macht. Und wir sind gerade dabei, das Gesamtsystem weiterzuentwickeln. Über die derzeitige Nutzung hinaus, zum Beispiel Ersatz des Rufbussystems mit Dörfsmobilen in verschiedenen Größenordnungen von Autos, aber eben auch mit zukunftsweisenden Technologien. Ja, letztendlich haben wir dieses Konstrukt den SDGs und der Gemeinwohlökonomie zu verdanken. Wir führen grundsätzlich so 2 Klausurtagungen pro Jahr durch für alle schwierigen Themen in der Gemeindevertretung. Denn bei den Sitzungen ist der Zeitdruck immer riesengroß. Und da werden oft Entscheidungen auch auf Krampf dann getroffen. Und deshalb nehmen wir die großen Dinge raus und machen gesonderte Tagungen ohne Zeitdruck. Und als wir uns mit diesem neuen Baugebiet beschäftigten, sagte einer der Gemeindevertreter, also jetzt haben wir SDGs gemacht und GWÖ gemacht und all so ein Kram. Ich finde, das müsste man auch noch stärker merken. Und dann fragte ich, an was er denn denkt oder was er sich vorstellen würde. Und dann sagte er, naja, das neue Baugebiet könnte ja zweitwagenfrei sein. Und diese Idee fand jeder gut. Und wir haben das dann tatsächlich innerhalb eines Jahres umgesetzt und auch sehr elegant gelöst, auch was die Kosten anbelangt. Und jetzt steht diese Mobilitätsstation mitten in oder zwischen 2 Baugebieten. Und die Mobilitätsstation ist auch noch mit Photovoltaik ausgerüstet. Dort erzeugen wir so viel Strom, dass das Dörfsmobil theoretisch 45.000 Kilometer im Jahr fahren könnte. Und der Stromgestehungspreis liegt dort bei 7 Cent pro Kilowattstunde. Ja, das Wichtigste ist ja tatsächlich, dass die Bedeutung von SDG 13 begriffen wird, dass man wirklich sich klar macht, dass es das wichtigste SDG von diesen 17 ist. Wenn man das begriffen hat, dann wird das andere relativ einfach. Und ich spreche da gerne von der Hierarchie der Logik. Wenn ich weiß, 13 ist das Wichtigste, dann muss ich dem auch das andere ein Stück weit unterordnen. Das heißt, in Deutschland muss die Energiewende gelingen. Und ich glaube, das Gelingen der Energiewende in Deutschland, das ist die größte entwicklungspolitische Aufgabe, die wir haben. Denn wenn die Energiewende in Deutschland gelingt, einem so kompakten Industriestaat, wie wir es sind, dann kann sie auf der ganzen Welt gelingen. Aber wehe, sie gelingt bei uns nicht. Also da sieht man die Verantwortung auch, die weltweite Verantwortung, die wir in diesem Bereich haben. Und deshalb finde ich, muss sie gelingen. Und das muss man begreifen. Das ist aber auch gleichzeitig mit hoher Energieeffizienz verbunden. Ich darf Energie, die erneuerbare Energie, die ja wirklich knapp ist, wir gehen ja immer im Moment nur von der Strombetrachtung aus, aber das ist ja nur ein Drittel. Ich habe ja meine Mobilität, ich habe den ganzen Wärmesektor, das muss ich alles mitdenken. Und wir haben zurzeit 18% erneuerbare Energie in allen 3 Sektoren. Das heißt, wir haben eine riesige Distanz noch vor uns und das muss man begreifen. Und ich glaube, wenn man das begriffen hat, dann wird es auch einfach, das umzusetzen. Wir in der Gemeinde haben derzeit ein Beratungsprogramm aufgelegt für die Installation von PV-Flächen auf den Dächern, wo wir die Erstberatung als Kommune auch bezahlen tatsächlich. Und wir haben alle unsere öffentlichen Dächer mit PV belegt und wir kommen damit gut zurecht. Wir sind momentan in der Beschaffung eines elektrischen Schulbusses, der dann eben auch wieder aus unseren eigenen PV-Anlagen gespeist wird.
Und das wirkt sich dann letztendlich sogar noch positiv auf die Kostenreduktion aus.